Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns im Nibelungenland Worms. Das Wormser Herz hat geblutet. Das Backfischfest wird dieses Jahr nicht stattfinden. Stattdessen das Nibelungenland, ein weiteres Aushängeschild von Worms, die große Nibelungensage. Und hier auf der Kisselswiese können wir nun eine Art Backfischfest-Gefühl erhalten. Und statt des Backfischfest-Checks gibt es dieses Jahr den Nibelungenland-Check. Und neben mir steht jetzt einer, der maßgeblich daran beteiligt war, dass wir hier jetzt so viele Fahrgeschäfte sehen, und zwar Andreas Göbel. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Wir befinden uns jetzt auf unserem Nibelungenland-Freizeitpark, was wir in kurzer Zeit aufgebaut haben, und freuen uns über viele Besucher und Besucherinnen, die wir uns in unserer schwierigen Zeit, da wir bis jetzt noch keine Umsätze erzielen konnten, zu unterstützen. Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch im Namen meiner ganzen Schaustellerkollegen, für die Unterstützung von unserem Bürgermeister Adolf Kessel und Herrn Hans-Joachim Kosopik, die uns diese tolle, einmalige Sache hier ermöglicht haben, um uns über Wasser halten zu können, da wir ja, wie gesagt, dieses Jahr noch keine Umsätze erzielen konnten. Also ein echter Wormser Traditionsbetrieb war in Gefahr, und als das anfing, sind Ihre Gedanken direkt in die Richtung gegangen, dass man vielleicht doch etwas durchführen könnte, oder war da erstmal Stillstand? Ja, wir waren erstmal, der Schock war halt sehr tief gesessen, und wir wussten im Moment gar nicht, wie wir darauf eigentlich reagieren sollen oder umgehen können. Und naja, dann sind uns halt schon auch verschiedene Gedanken durch den Kopf gegangen, was irgendwie vielleicht doch möglich wäre, um auch der Bevölkerung ein bisschen Alltagsnormalität zurückzugeben. Und durch Gespräche auch mit der Stadtverwaltung Worms sind wir dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dieses hier auszuprobieren. Wenn man sich jetzt hier umschaut, welche Beschränkungen herrschen, und ist eine Art normales Backfischfest hier überhaupt möglich, oder sind die Einschränkungen allübergreifend? Naja, es gibt schon diverse Einschränkungen wie Registrierung am Eingang. Jeder Besucher muss sich registrieren. Wir dürfen auch nur eine begrenzte Anzahl an Besucher auf dem Platz lassen. Die liegen bei 1.300 Personen. Es wird ein Eintritt erhoben von 2 Euro, den wo aber die Besucher zurückvergütet kriegen in Form von Gutscheinen, a 50 Cent Gutscheine, wo sie an allen Fahrgeschäften oder Verkaufsgeschäften einlösen können und dadurch dann einen Rabatt bekommen. Weitere Einschränkungen sind natürlich Mundschutzpflicht auf den Fahrgeschäften, überall Desinfektionsständer, um sich die Hände zu desinfizieren. Wir haben ca. 200 Liter Desinfektionsmittel gekauft, 50 Desinfektionsständer, Schutzmasken, Schilder, Hinweisschilder, und damit es halt hier einen reibungslosen Ablauf gibt. Wenn Sie sich umschauen, in die Gesichter der Menschen sehen, haben Sie den Eindruck, das ist was den Leuten was zurückgibt, die Erleichterung über ein Stück Normalität, geht das Konzept auf? Also wie wir letzten Donnerstag eröffnet hatten und die ersten Besucher kamen und wir den ersten Platzrundgang gemacht haben, um alles zu kontrollieren, ob alle Vorschriften auch eingehalten werden, ist mir es eiskalt den Rücken runtergelaufen, ein Schauer, ich hatte fast Gänsehaut, wie ich dann die Kinder, die Familien und die Jugendlichen in den Geschäften gesehen habe, freudestrahlend und haben gelacht, weil wir das ja dieses Jahr noch gar nicht erlebt hatten. Es war schon ein ganz tolles Erlebnis, nach so langer Zeit des Stillstandes für unsere Branche, für die Schaustellerbranche. Also für Sie als Schausteller natürlich ein Teil des Lohns, die Freude der Menschen. Die andere Seite ist das Finanzielle. Wie sieht es denn aus? Ist das jetzt eine Möglichkeit für Sie, 2020 doch noch gut durchzustehen? Wir sehen darin schon eine Chance, zumindest damit wir diese Saison überleben, weil durch die Einnahmen, wo wir jetzt hoffentlich haben,
werden wir zumindest unsere Kosten und Finanzierungskosten vielleicht damit abdecken können in diesem Jahr, sodass halt einige oder viele Kollegen die Saison überstehen. Also man kann positiv in das Jahr 2021 schauen und sich freuen, wenn es dann vielleicht wieder weitergeht. Ich bedanke mich für das Gespräch. Und mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden wir uns jetzt den Platz anschauen und gucken, wie das Konzept aufgeht. Ich sitze jetzt hier in einem auswärtigen Fahrgeschäft und zwar im Telestar der Familie Blum aus Kaiserslautern und ich sitze neben Nancy Blum. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dieses Jahr war jetzt nicht das einfachste Jahr für die Schausteller und trotzdem sind Sie jetzt hier. Wie war das, als so die ersten Feste abgesagt worden sind? Sehr, sehr schlimm. Für viele Kollegen und für uns auch. Ist es unvorstellbar, wenn man da reingeboren wird und man keine Volksfeste stattfinden lässt. Die Familie Blum sind die Tochter, die Junior-Chefin praktisch, die werden den Betrieb übernehmen. Was ist das für ein Betrieb? Ein Traditionsbetrieb? Ein großer Betrieb? Nein, wir sind ein sehr kleiner Betrieb. Ich werde den mit meinem Papa übernehmen und Wie viele Mitarbeiter waren das damals, die dann in Kurzarbeit gekommen sind, die nicht mehr wussten, wie es weitergeht? Wir haben einen festen Mitarbeiter, den mussten wir leider dann in Kurzarbeit schicken, ja. Okay. Dieses Geschäft hier jetzt, was ist das Konzept? Wie funktioniert das? Wie lange dauert das, sowas überhaupt aufzubauen? Also wir sind eigentlich sehr schnell, zwischen 6 und 8 Stunden, mit allem drum und dran. Jetzt das erste Mal in Worms, auf dem Wormser Nibelungenland, so ein bisschen aus der Not heraus. Normalerweise, wie sieht denn da das Geschäft aus? Wie viele Besucher lockt der Telestar an? Sehr viel. Wir fahren sehr viel Familienpublikum. Bei uns kann man fahren zwischen 2 Jahren und 99 Jahren. Also die Zahl von Familienpublikum steigt hier auf diesem Geschäft extrem an. Das Tolle ist ein Fahrgeschäft, das schnell ist, bei dem man aber nicht unbedingt immer schlecht wird. Genau. Also wir haben genug Power für die Jugend, aber auch für die ältere Generation ist es eine sehr angenehme Fahrweise. Wie ist Worms bis jetzt ein angenehmer Standort? Läuft das Geschäft relativ gut oder muss man sagen, naja? Also wir sind über alles hier dankbar, über jeden Euro, wo wir hier verdienen. Ich würde schon sagen, dass es sehr gut angenommen wird. Also das Wormser Nibelungenland ist ein Lichtblick? Ja. Für die Schausteller, die wohl jetzt 9 Monate nichts hatten, auf jeden Fall ja. Ist es die Chance, was zu verdienen, dass man zu Hause auch seinen Kühlschrank oder andere Kosten noch stemmen kann. Also das Wormser Nibelungenland vergibt Chancen und wir werden uns ansehen, wie sich diese Chance hier, der Telestar, live anfühlt. So, und das Tolle ist, während der Fahrt kann die Maske abgenommen werden. Man kann richtig toll den Fahrtwind spüren ohne Maske. Generell sitzt man hier wunderbar gemütlich. Es gibt keinen Gurt. Man wird einfach durch die Zentrifugalkraft in die Sitze gedrängt und hat einen wunderschönen Ausblick auf den Festplatz. Vergleichbar mit dem Ausblick, den man sonst aus dem Riesenrad hat. Man hat auch so eine kleine Steigung, bis hier wieder runter geht. Und wir können auch gleich schon die nächste Attraktion, die wir gleich sehen werden, und zwar die Geisterbahn. Auf die freue ich mich auch schon. Und das Wormser Nibelungenland bekommt internationale Unterstützung aus den Niederlanden, und zwar von Bram Molenkraft. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. So von so weit angereist, wie kommt es, dass Sie jetzt aus den Niederlanden hier stehen? Sie sind ja auch ein bisschen später angereist. Ja, ich habe in den Niederlanden habe ich 2 große Veranstaltungen gemacht, Tilburg und Arnhem. Und Arnhem war ein bisschen früher, das hat normaal 1 Woche verlängert, aber das ist leider nicht durchgegangen und dann ist de Bahn freigekommen. Und dann habe ich mit der Veranstalter hier gesprochen und ja, da war noch Platz für eine schöne Geisterbahn.
Gibt es momentan in den Niederlanden viele Events, Veranstaltungen? Also ist noch viel möglich? So in die Art, so wie hier, so Pop-up, ja. Die normale Kirmesse, die reguläre Kirmesse auch ab und zu. Aber dann mit Maßnahmen natürlich. Was sind Sie für ein Unternehmen? Sind Sie ein Familienunternehmen, ein großes Unternehmen oder eher klein? Eigentlich Geisterbahn ist in meiner Familie immer. Ich kenne mich auch kein anderes Geschäft wie Geisterbahn. Von klein ab bis jetzt habe ich Geisterbahnen betrieben. Das geht so auch so weiter. Was macht das für Sie aus, die Arbeit? Wird die Geisterbahn jedes Jahr weiterentwickelt? Kommen neue Elemente dazu? Wird der Kurs vielleicht verändert? Das Innenleben ist auch wichtig und da kann sie auch immer was mit den Figuren auswechseln, verschieben und außen habe ich auch was, jedes Jahr was Neues, das auch attraktiv ist für die Menschen, die vorbeilaufen. Ich habe dieses Jahr auch viele neue Sachen an der Bahn, kann ich dir auch noch so zeigen. Wie lange dauert es ungefähr, dieses Fahrgeschäft aufzubauen, so ein großes Haus? Eigentlich ist die Bahn relativ schnell aufgebaut. In einem Tag steht das Haus, aber ich brauche auch minimal einen Tag nur für das Anschließen von den Geistern. Jeder Geist hat Licht, Luft, das muss alles gemacht werden. Das viel Arbeit geht das. Die komplette Inschrift ist auf Deutsch, also Sie sind öfter in Deutschland, aber jetzt zum ersten Mal in Worms. Stimmt, das erste Mal hier in Worms und ich habe der Geister Vila war vorher in Deutschland unterwegs mit der Firma Zinneker. Da haben die für 7 Jahre zurück die Bahn übernommen. Ich bin nicht nur in Deutschland unterwegs, auch in der Schweiz, Österreich, Belgien, in Holland, überall. Ich habe auch viele Fragen, dass sie sagen, kommen Sie her mit dieser schönen Bahn. Die finden mir auf Internet. Das ist eine ganz bekannte Bahn in ganz Europa. Also Sie kennen ein breites Publikum. Wie sind so die Wormser drauf? Gruseln die sich sehr? Haben die Spaß an der Bahn oder sind das eher die Langweiler? Ich muss sagen, heute ist Donnerstag, ist noch ruhig, aber was die Leute, was rumläuft und was gefahrt, kommen alles mit Daumen hoch raus und sagen, ja, positiv. Ich denke, wenn am Wochenende was mehr Leute kommen, dass die Bahn, das kommt gut hier. Also bis jetzt ein positives Fazit und ich werde jetzt mal gucken, wie sehr ich mich grusele und mir das Ding mal anschauen. So, also jetzt geht's los. Habe ich eben schon erschrecken dürfen. Also Geisterbahnen sind nicht so meine Sache, aber mal gucken, wie das jetzt wird. Nein! Ach Gott! Ich finde sowas ja unglaublich gruselig. Und das war unglaublich gruselig. Das Tolle ist, wir wissen, dass der liebe Bram das alles selbst gebaut hat. Liebe Bram ist ein Tüftler. Wir sind begeistert davon als Techniker, wie toll diese Geisterbahn gestaltet ist. Wir sitzen jetzt in einem echten Stück Kulturgut. Die Wilde Maus ist etwas, das ist jedem bekannt. Schon mal als Kind auf dem Jahrmarkt gefahren. So in der Regel die erste Achterbahn, die gefahren wird. Damit sind Emotionen verbunden. Und wir sitzen jetzt in einer moderneren Wilden Maus. Herr Göbel, seit wann führen Sie denn die Wilde Maus in Ihrem Unternehmen? Also die erste Wilde Maus wurde in den 60er Jahren gebaut. Die war allerdings noch aus Holz gewesen. Mitte der 90er Jahre wurde dann hier diese Stahlmaus angeschafft. Diese Wilde Maus jetzt, auf welchem Stand ist die? Welche Schienenlänge haben wir? Gibt es noch andere Versionen dieser Wilden Maus? Es gibt in Freizeitparks verschiedene Versionen der Wilden Maus, aber
Transportabel gibt es jetzt in Deutschland noch 3 Stück in der Größenordnung. Wir haben hier eine Schienenlänge von knapp 400 Meter. Und das ganz Besondere an der Wilden Maus ist ja, dass die Kurven nicht schräg gehalten sind, sondern dass die gerade um die Ecke gehen. Also man hat das Gefühl, man fährt so in den Abgrund hinaus, wenn man da... Genau so ist es. Und es ist halt auch so eine Maus nachempfunden, die dann auf dem Feld so einen Zickzackkurs rumrennt. Deswegen auch oben dieser Zickzackkurs. Ja. Das ist ja eines von den größeren Fahrgeschäften, die hier überhaupt auf so einem Jahrmarkt, auf so einer Kirmes stehen. Wie lange dauert das und wie viele Mitarbeiter überhaupt braucht es, um so etwas zu errichten? Also normal sind hier 6 Mitarbeiter beschäftigt. Jetzt haben wir aber Corona und da wir jetzt sehr lange Standzeiten haben, wie zum Beispiel hier mit 4 Wochen, zum Bedienen von der Wilden Maus sind maximal 3 Leute jetzt nötig. Weil ja alles Computer überwacht wird. Da muss nur einer stehen und muss die Bahn beobachten, abfahren, Karten einsammeln. Aber regulär sind hier 6 Leute dran beschäftigt. Was ich eben gesagt habe, die Wilde Maus als etwas, das Kind anzieht, so die erste Achterbahn, die man jemals in seinem Leben fährt, gilt das heutzutage noch? Was sind das für Menschen, die hierher kommen? Und wie hat sich das jetzt auch in Corona in dem Lungenland verändert? Ja, also es sind dann viele Väter, die dann zu ihren Kindern sagen, da bin ich als kleiner Junge auch schon mitgefahren und wollen dann auch mit ihren Kindern fahren. Und die Wilde Maus ist eigentlich eine Kultachterbahn, die jetzt die letzten 60 Jahre überlebt hat, weil die ja immer noch was ganz Besonderes ist gegenüber anderen Achterbahnen. Also die Wilde Maus als Kultelement der Kirmes, das ist immer noch so und auch auf dem Nibelungenland ist es so, das hier ist eine ganz besondere Erfahrung. Ich bin jetzt hier bei der Familie Petri im Schießstand, eine Familie hier auch aus der Region. Wievielte Mal sind Sie jetzt in Worms? Das erste Mal jetzt. Ach so, und also wir kommen ganz aus der Nähe, aus Flohnheim und jetzt zum ersten Mal lernen Sie praktisch das Wormser Publikum kennen. Wie sind denn so die Wormser drauf? Sind das begeisterte Schießer oder sind die eher so ein bisschen zurückhaltend? Ja, also im Moment ein bisschen verhalten eher. Man merkt halt auf unserer normalen Kerbe, wo wir stehen, da werden halt viele Punkte gesammelt und das gehen eher größere Artikel dann über die Theke und hier halt schon eher die kleineren Sachen. Sie selbst sind ein Familienunternehmen in der wievielten Generation mittlerweile? In der 6. Generation. Also schon ganz schön lange und das die ganze Zeit immer mit dieser Art von Ständen? Richtig, genau, ja. Und wie groß sind Sie ungefähr? Wir haben eben schon gehört, das ist jetzt der einzige Stand momentan im Betrieb, aber normalerweise, was wäre da für ein Betrieb normalerweise in der normalen Saison? Also wir haben 2 Schießwegen, wir haben Toilettenwagen, wir haben diverse Kinderkarussells, genau, ja. Ich bin dankbar, dass jetzt dieses Nibelungenland hier existiert. Ansonsten, wie sähe es sonst für Sie aus? Für uns wird es im Moment tatsächlich sehr schlecht aussehen. Also wir sind schon ganz froh, dass wir jetzt hier stehen dürfen. Ja, ansonsten haben wir ja aktuell keine Chance, irgendwo unterzukommen. Ja. Gut, dann probieren wir mal Ihren Stand aus. Ja. Das Sportschießen wie immer ein leicht anspruchsvoller, ein leichter Nervenkitzel, um sich nochmal kurz zu konzentrieren, bevor man dann nochmal auf die Achterbahn streicht, bevor man noch was trinken geht. Auf dem Backfischfest gehört das dazu, aber auch auf dem Nibelungenland ist das eine schöne Aktivität. Es ist beeindruckend zu sehen, was die Schausteller innerhalb von kürzester Zeit, nämlich 3 Wochen, hier auf die Beine gestellt haben. Aus ganz Europa kommen Leute angereist, um diese Chance zu nutzen. Denn es ist eine große Chance für die Schausteller, jetzt nach langer Durststrecke mal wieder auf einer Kirmes zu stehen, mitten im Trubel und etwas zu verkaufen. Es ist natürlich nicht wie immer. Es ist sonderbar. Wir müssen uns daran gewöhnen. Aber für den einen oder anderen ist es vielleicht sogar ganz nett, mal auf einem ruhigeren Event zu sein, nicht umgeben zu sein von den Massen und auch nicht umgeben zu sein von den Betrunkenen. In dem Sinne freue ich mich jetzt auf diese Zuckerwatte, freue mich noch auf einen entspannten Abend hier im Nibelungenland.